Hallo, ich habe heute die Ehre, Ihnen einen Streifzug von unserem Hühler zu zeigen. Der Hühler ist ein Luft- und Raumreinigungssystem, welches ähnlich funktioniert, wie es uns die Natur draußen jeden Tag vormacht. Vielleicht kennen Sie in Ihrem Bekanntenkreis jemanden mit einer Allergie. Denen geht es meistens immer besser, wenn es draußen frisch geregnet hat. Warum? Weil die ganze Luft sich draußen reinigt durch Regen, Nebel, Schnee und Tau. Das bedeutet, die ganzen Stäube, die draußen rumschwirren, werden durch Regen, Nebel, Schnee und Tau in der Luft gebunden, zum Boden gedrückt und weggespült. Und die Luft wird komplett ausgetauscht. Genau das gleiche macht der Hühler zu Hause in den eigenen vier Wänden, nur dass es dabei nicht nass wird. Nach nur 4 bis 6 Wochen haben Sie zu Hause eine Hausstaubreduzierung von bis zu 80%. Sie können auch die Luft aromatherapieren, wie zum Beispiel mit Orange, Eukalyptus oder Zitronenöl. Sie geben ein paar Tropfen Öl in das Wasser und zu der Luftreinigung wird die Luft gleichzeitig aromatherapiert. Mit dem Öl Eukalyptus können Sie zum Beispiel auch die Luft medizinieren. Wie wird sonst heutzutage gereinigt? Wenn wir zum Beispiel die Fenster putzen, machen wir das Fenster vorher nass oder feucht. Wenn wir uns reinigen, stellen wir uns unter die Dusche, gehen in die Badewanne und auch Geschirr muss sich mit Wasser spülen. Das heißt, jede Reinigungstätigkeit mit Wasser riecht immer angenehm frisch und sauber, bis auf eine einzige und das ist der Staubsauger. Wir sind im 21. Jahrhundert und jede Reinigungstätigkeit funktioniert mit Wasser und riecht sauber, bis auf eine einzige und das ist der Staubsauger. Der funktioniert ohne Wasser und es riecht hinterher immer ein bisschen unangenehm. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren Staubsauger gerade vor sich stehen. Egal ob Sie einen Beutel oder ein Behältersystem haben, jeder Staubsauger funktioniert im Grunde genommen gleich. Warum? Ich habe immer eins drin, einen Motor und einen Filter. Das bedeutet, ein Staubsauger ist ein Filtersystem und meine Aufgabe heute ist es, Ihnen zu erklären, wie ein Filtersystem funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine frische Tüte oder einen frischen Behälter direkt zur Hand und Sie blasen da ganz, ganz kräftig rein. Dann platzt die Tüte oder der Behälter nicht, sondern die Luft kann entweichen. Das bedeutet, wenn die Luft raus kann, kann natürlich auch aus einem benutzten Gerät der Staub raus. Die Frage ist, was blasen wir denn da hinten denn alles raus? Was saugen wir denn überhaupt alles vorne ein? Ich sag's Ihnen, alles Mögliche. Ein Brotkrümel liegt auf dem Boden, ein Stückchen Salami, der Besuch ist da, probiert in der Nase, schießt in die Ecke, reißt sich den Fingernagel ab, schmeißt nach links, eine Spinne, eine Ameise, Katzenhaare, Achselhaare, alles Mögliche haben wir in der Tüte drin. Die Frage ist, wenn wir das drin haben, was passiert damit da drin? Den Küchenmüll schmeißen wir in der Woche 2-3 Mal weg. Den Staubsaugerbeutel oder den Behälter lassen wir 2, 3, 4, 5, 6 Monate darin liegen. Das bedeutet, da entsteht natürlich einiges. Ja? Brotkrümel, Stückchen Salami, wenn das in der Woche 2-3 Mal erwärmt wird, über 2, 3, 4, 5, 6 Monate lang, verschimmelt es. Das heißt, wir haben in der Tüte Verschimmelungsprozesse. Was passiert mit dem Fingernagel, mit dem Popel? Es verwest natürlich nach einer gewissen Zeit. Die Milbe ernährt sich von unseren Hautschuppen. Wenn die Milbe frisst, muss sie auch mal. Das heißt, sie kackt uns natürlich auch die ganze Tüte mit voll. Jetzt wird vorne immer kühle Luft eingesogen, um den Motor zu kühlen. Fazit, das Ganze wird erwärmt. Warme Luft kommt hinten wieder raus. Wie riecht's beim Staubsaugen? Es stinkt natürlich. Jedes Mal, wenn Sie zu Hause staubsaugen, hauen Sie sich Milbenschiss, Viren und Bakterien und den ganzen Milbenkot überall in der ganzen Wohnfläche umher. Und das Allerschlimmste ist, wir atmen selber jedes Mal mit ein. Aus diesem Grund stelle ich dieses Gerät wieder weg und baue Ihnen jetzt einen kleinen Staubsauger mal nach, um zu veranschaulichen, wie dieser funktioniert. Der Hühler reinigt ohne Filter. Das bedeutet, das Wasser ist unser Filter. Mit nur 4 Liter frischem Wasser reinigen Sie Ihre komplette Wohnfläche. Der Vorteil hieran ist, ein Filter filtert nur, Wasser bindet und das sofort. Die Leistung bleibt immer konstant die gleiche, da Sie keinen Filter haben, der nach der Zeit verstopfen kann. Jetzt schauen wir uns das Wasser einmal an. Frisches Leitungswasser. Das heißt, wir würden es hernehmen zum Nudeln kochen oder auch zum Trinken. Sie nehmen den Kopf und setzen diesen wieder auf. Machen das Ganze zu. Das Kabel lässt sich manuell auf- und abrollen, einfach aus einem Grund. Der Hühler hat eine sehr lange Lebenszeit von 20 bis 25 Jahren. Die Luft wird in den vorderen Bereich eingesogen, ins Wasserbad geschleudert, dort gebunden und gereinigt. Und hinten kommt immer und sofort 99,9% saubere und frisch gereinigte Luft wieder raus und das Ganze ohne einen einzigen Filter. So sieht das Wasser nach sehr kurzer Zeit aus. Verschiedene Stäube, Härchen und so weiter haben wir hier schon mit eingesaugt. Das hier stellt ein Staubsauger in kleinen dar. Wenn Sie zu Hause staubsaugen, wird vorne der ganze Schmutz als erstes im Beutel oder im Behälter landen. Dieses Tuch stellt den Beutel oder den Behälter dar. Danach geht der ganze Schmutz weiter durch die Filter. Dieses Tuch stellt die ganzen Filter dar. Die Luft kann danach wieder raus und geht wohin? In unsere Lunge. Die Lunge ist ein nasses Organ. Aus diesem Grund machen wir die zwei weißen Tücher nass.
und setzen diese zwei weißen sauberen Tücher ganz hinten mit ran. Die zweite Lunge mache ich hinten an unseren Hühler, damit wir sehen, wie ist bei uns die Luft, die rauskommt. Einfach mal zum Vergleich. Das bedeutet, wenn wir jetzt saugen, geht der Schmutz vorne in Beutel und Behälter, dann durch die Filter und hinten wieder raus in unsere Lunge, das, was wir einatmen. Nach diesem kurzen Stück Saugen haben wir das alles rausgeholt. Der Filter sieht bereits nach diesem kurzen Stück schon so aus. Und jetzt kommt das Allerschlimmste, unsere Lunge, das, was wir einatmen nach diesem kurzen Stück. Stellen Sie sich vor, wie Ihre Lunge ausschaut, wenn Sie zu Hause die ganze Wohnfläche sauber gemacht haben. Dann schauen wir uns die Lunge beim Hühler an. Nach diesem kurzen Stück reinigen, ist die Lunge sauber. Stellen Sie sich vor, Sie machen morgen zu Hause einen Großputz. Sie machen Ihren Schrank auf, links steht Ihr altes Gerät und rechts steht der neue Hühler. Mit welcher Lunge würden Sie lieber sauber machen wollen? Mit der von Ihrem alten System oder mit der von Ihrem neuen Hühler? Sie können mit den Hühlern noch viel mehr machen, wie zum Beispiel die Fenster putzen, Abflüsse reinigen, Saugen, Wischen, Trocknen in einen Arbeitsgang oder auch Pferde striegeln. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun geht es weiter mit dem dritten Part der Videoserie.